Und damit herzlich willkommen zurück zu, ja, zum Ende der Menschheit. Die Menschheit hat nur noch hier Tovaro und was zum Teufel Miragliano. Und die sind kurz vorm Fall. Wahrscheinlich sehen wir schon in dieser Folge das Ende der Menschheit. Das Ende der Zwerge hat man ja schon. Ist schon passiert. Ende der Untoten ist auch schon da. Ja gut, zumindest für die alte Welt. Gibt hier noch woanders was. Nee. Hat wohl einer seinen guten Morgenkaffee noch nicht gehabt, oder? Jo. Hüter der königlichen Waffen. Aha. Ich bin eher der Hüter der königlichen Affen. Aber ansonsten ist alles okay. Vorfang der Blutige. Verbündeter macht gegen Siedlung. Ach, gegen die. Absolutely not. Ich möchte mal bitte das Ziel aufheben, danke. Absolutely not. Sonst kommt er dem nur in die Quere, unnötig. Ich möchte mich noch ein bisschen vorbereiten auf den Konflikt. So, unsere Wildorg-Armee kann sich mal hier in Karak-Buff-Da, im Kabuff-Da auftanken. Bin jetzt echt mal gespannt, wo es dann weitergeht. Hier laufen wir einfach mal los. Kommen wir so rüber? Ich hoffe, das klappt so rüber. Das wäre eine schöne Abkürzung. Da hinten ist es. Karadrak. Zusammen hier mit Syoktraken und Kasidbord Karak. Das Kasidbord Karak war, glaube ich, da oben irgendwo. Ach nee, das ist hier und hier war Syrtaken. Okay, alles klar. Syrtakiman. Hier oben kriegen wir mal noch die Garnison verstärkt. Hier haben wir noch ein Minus 1, aber es geht. Vor allem, wenn wir diese Bosshütte noch weiter erhöhen. Dann kommen wir auf plus 2 mehr und kriegen auch ein bisschen weniger Korruption. Ich könnte es natürlich so ähnlich machen wie beim Imperium damals, dass jeder Teil hier seinen eigenen Verwalter bekommt. Ich glaube, hier oben könnte es sich echt lohnen. Wisst ihr was? Hol hier mal einen Kommandanten dazu. Wir haben doch diesen Großmütigen. Der hat sogar Einkommen auf alle Gebäude. Lohnt sich sogar ein bisschen. Da hat er seine Kosten, die er hat, sogar fast ein bisschen wieder drin. Obwohl er ja allgemein die Truppenkosten auch erhöht. Okay, Truppen rekrutieren braucht man nicht. Und der Stadt geht jetzt ein kleines bisschen besser. Solchen Leuten könnte man dann auch wirklich den unteren Baum geben, dass die Korruption verringern. Aber ich glaube, wenn, dann ist es irgendwo da hinten nur, oder? Ich meine das. Doch, da hinten. Am besten hätte ich ja auch Agenten. Agenten könnte es ja ebenfalls machen. Goblin Gargbo. Ach du lieber Gott, können wir Goblin Gargbosse mittlerweile Kompromiss. Ja, kompromisslos. komprimieren, wollte ich schon sagen, weil der kompromisslos stand. Ja, rekrutieren. Wahnsinn. Da könnten wir sowieso mal ein paar mehr gebrauchen, wisst ihr was? Dann gehst du weg. War schön, dass du da warst. Oder wohl, du kannst ja mit dazukommen. Es war die Frage, ob der sich irgendwie noch sonst erweitert. Weil das Schöne ist, er kann sich ja da unten auch irgendwie, genau, Reduktion von Chaos-Korruption spezialisieren. Weil Großteil der Unbeliebtheit kommt eben von dieser blöden Korruption. Wie viel Beliebtheit Minus haben wir? 4 Minus haben wir dafür, deswegen. Ist schon böse. Aber gut. Die Runde geht zu Ende. Plündern. Dann greifen wir Volk. Hauptsache, der ist noch da, um mir auf den Sack zu gehen, oder? Ich brauche mehr Agenten, aber die brauchen allesamt noch Erfahrung. Wisst ihr was? Ich hole mir noch einen Garg-Boss. Wir brauchen viel mehr Garg-Bosse. Wir haben die Kapazität, so ist es ja nicht. Kann er diese Runde noch nicht.
So, du gehst mal da rein und erholst dich ein bisschen schneller. Dann machen wir das da noch. Weißt du was, dann gehst du nochmal hoch. Wir haben ja noch ein paar Erfahrene und wisst ihr was, jetzt brauchen wir da oben auch nicht mehr zu erkunden, da holen wir diesen Erfahrenen auch runter. Weil das Chaos hat auch so viele Agenten. Mit denen, da wollen wir auch ein bisschen gegenhalten können. Das heißt, du wirst jetzt mal wieder da runter geschickt. Auf besten, schnellsten Wege. Während du hier oben bevölkerst, bitte. Jawohl, funktioniert. Klasse. Das heißt, beim nächsten Mal können wir so langsam bevölkern. Ich glaube, ich hole mir trotzdem zuerst Karadrak. Hallöchen, es sind zwar eigentlich Trash-Einheiten, aber die Menge macht's hier auch, dass es gefährlich wird. Vor allem Stufe 18 Kommandant. Die könnten mir ziemlich in der Spucke suppen. Muss nicht sein. Irgendjemand hat hier Erfahrung. Irgendjemand hat Erfahrung. Meh. Er hat recht, er war's. Dass der Einkommen durch Ausrauben und so. Machen wir das weiter. Ja, ansonsten abwarten und Tee trinken. Unsere Wildorg-Armee zum Weiterbevölkern muss noch. Grimmfeste ist doch auch. Eine Zwergensiedlung, oder? Und da oben Karaknorn. Ja, natürlich. Das ist doch das, wo wir auch weiter bevölkern wollen. Ich depp. Estalia ist jetzt auch vernichtet. Negatives Wachstum durch Verschwundene. Jetzt gibt es bloß noch Tilea, die auch aus dem letzten Loch pfeifen. Dann sind alle Menschen weg. Alle Menschen sind in Vergangenheit. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt schon mal hoch und holen uns an Grimmfeste. Während wir hier oben schon mal auch diesen einen Weg weitergehen. Alles geht aufs Finale zu. Finale. Oh. Jo. Das stelle ich gerade mal einen Ork auf dem Klo vor. Alter, die Vorstellung hat irgendwie. Oh Mann. Hey, was können wir denn hier noch machen? Hallo, die Höhle voller Glitzerkram. Seit wann können wir die machen? Ich fühle mich gerade verarscht. Die ist mir nie aufgefallen. Entschuldigung. Ja, habt ihr noch Garnison? Ein bisschen was ist noch da. Ui, der Angriff wurde anscheinend zurückgeschlagen. Das wäre jetzt verlockend, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Er ist unglaublich gebasht worden. Wenn wir da jetzt mit unserer Spinnenarmee runterkommen könnten, könnten wir ihn wegwischen und dann gleichzeitig noch Tilea vernichten. Da hätten wir zwar einen Chaos und Krieg erklärt, aber ganz ehrlich, der Konflikt mit dem Chaos ist eben unvermeidlich. Und hier haben wir noch Jarlbergfalk. Gut, Skellinger sind auch wieder was anderes. Wie verstehen die sich untereinander? Es muss ja nicht sein, dass sie sich verstehen. Aber sie verstehen sich trotzdem. Jetzt, ja. Wenn wir Chaoskrieger spielen, haben wir mit denen immer Probleme. Aber Hauptsache die. Ja, ist jetzt die Frage, wollen wir uns mit denen jetzt anlegen? Unser War möchte doch was zu tun haben, oder? Ah, sie sind auch gleich verbündet. Ne, wisst ihr was? Dann warten wir noch ein bisschen und bringen unsere Armee in Stellung. Da holen wir unsere Spinnenarmee darunter, um ihn wegzuhauen. Bereiten wir alles für den großen Krieg vor. Wenn, dann möchte ich die Initiative ergreifen und den Erstschlag machen. So, dann sind wir hier bereit. Da oben braucht es noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, beenden wir die Runde. Auf seinem Rückweg kann er gleich noch ein bisschen ausspähen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Tilea ist weg. So viel zu der. So viel zu dem Thema. Haben sie jetzt nochmal angegriffen? Verwirrt. Ich sehe nichts. Alles klar. Das ist ja gut. Hm.
Oh, wen haben wir denn da? Grimgorg. Wenn, dann muss Grimgorg gegen den kämpfen. Ich bitte euch. Das ist ein guter alter Kumpelkampf quasi. Habt ihr schon gehört, wie er sich freut? Ist doch super. So, du kannst trotzdem nach Plan weiter hoch und bevölkerst, bitte. Wollen wir auch voranbringen. Ich glaube echt, wir sind in der Aufnahme dann fertig hier. Deutet alles drauf hin. Karadra, kommen wir da auf normale Art und Weise schneller hoch? Schaffen wir das, diese Runde? Sieht so aus. So. Karadrak wird jetzt aufgebaut. Mit Liebe. Was denn? Der Riese hat nicht beim Bevölkerung geholfen. Einfach mal in zwei Hälften geteilt. Und mit... ja, so einfach so sein Unterteil mit bevölkern lassen. Was können wir jetzt noch machen? Bogeneinheiten. Ja, ich glaube, die Bogeneinheiten jetzt noch zu verbessern, wäre noch das Beste. Ja, es spitzt sich alles zu. Wieso habe ich so das Gefühl, dass der Tzatziki angreifen will, obwohl er da Probleme hat mit? Muss ich ganz ehrlich sagen. Der wird damit Probleme bekommen. Geschafft. Geschafft. Es fehlt nicht mehr viel. Ziflinorn, die hole ich mir jetzt dann bald. Ich glaube, das ganz weite hinten brauche ich wahrscheinlich gar nicht, oder? Die, klar. Ziflin. Ja, okay. Brauchen wir doch noch. Oh, wir haben es bald. So, du gehst doch nochmal runter. War doch ein Fehler, dich wieder hochzuschicken. Und du bleibst mir tatsächlich mal auf Bereitschaft hier hinten. So am besten zwischendrin. Falls was passiert. Okay. Ja, gibt's gerade wieder nicht mehr zu tun. Jetzt geht's hier echt zackig voran. Na gut. Was gibt's noch großartig an Leuten, die was tun können hier? Plünder. Ich bewege mich erstmal hierher und versuche ihn ein bisschen abzufangen. So kommt er nicht mehr durch. Während Grimgorg weiter nach unten geht und versucht hier den bösen Buben da abzufangen. Der muss doch noch... Hat er sich wieder verpisst? Gibt's doch nicht. Jetzt wollte sich so eine gleichzeitige Invasion an vielen verschiedenen Fronten starten. Jetzt ist er nicht da. Ist voll die Sauerei. Aber wir können mal den Prinz Schönefeld hier weghauen. Das ist einer der legendären Kommandanten. Wenn wir den weg haben, ist es schon mal nicht schlecht. So, Karadrak können wir noch nicht machen. Wird später. Ich könnte auch jetzt schon hier unten bevölkern. Wir könnten das Ganze ein bisschen vorantreiben. Obwohl, nee, ich lasse es. Ich mach's lieber vorsichtig, weil wir haben noch Feinde ums Eck. Wir möchten die Armee nicht zu stark schwächen. Das könnte richtig ins Auge gehen. Ja, das wird jetzt ansonsten wieder fast eine Nullrunde. Ich weiß nicht, ob ich hier großartig aufpassen muss. Ich würde Asak nämlich auch schon gern mitschicken jetzt. Zum Aufpassen. Oder er könnte mit bevölkern, dass das alles mal ein bisschen schneller geht. Ach ja, im Übrigen, du könntest auch mal bevölkern und so. Klolonisieren. Hat gleich mal dann ordentlich schon mal Stadtbevölkerung, nehme ich mal an, oder? Nee, trotzdem nicht. Dann gebe ich da viel auf dafür. Aber gut, beenden wir. Der hat was vor. Der hat garantiert was vor. Diese Wilden. Aha. Hier jetzt.
Auch schön. Aber ja. Machen wir zuerst das. Ja. Die Götzen zuerst. Kriegen wir auch schnellere Verluste, Verstärkung. Hier können wir jetzt auch weitermachen. Hier auch noch. Jetzt können wir gegen den Herrn Prinz kämpfen. Der hat sich echt ver... Nee, da unten ist er! Da ist er! Ich krieg dich. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit für Krieg. Wird großartig länger zu warten. Ich bitte euch. Wie lange haben wir mit Imperium gebraucht? Ich sehe es schon kommen. Das kommt fast auf die gleiche Rundenanzahl. Gut, zum Bevölkern braucht man, glaube ich, ein bisschen länger. Aber es wird sehr ähnlich. Es wird sehr ähnlich von der Rundenanzahl. Wir haben halt einen sehr gemütlichen Spielstil. Es ist auch eine gute Hälfte schaffbar, ich weiß, aber... Krieg und so, boah. An diesem Tag wird viel Blut für den Blutgott sprudeln. Hast du sogar Kohlensäure mit drin? Wie weit kann der bitte abhauen? Was war denn das für ein Witz? Ich hab den... Habt ihr das gesehen? Ich habe den voll in die Enge gedrängt und der kann so riesig ausscheren. Will der mich verarschen? Soll das ein Witz sein? Aber kommt sofort wieder zurück. Blöde Sau, ich hau dich um. Armee, komm, versuch zu blockieren wenigstens. Hey, Erfolg. Entkommt er mir wenigstens nicht. Hammerhart verpisst er sich einfach. Und wie weit der sich verpisst. Gib mir die Spinne. So, der War kann ja auch... Weißt du was? War, jag ihn auch mal. Kannst ihn wenigstens ein bisschen schwächen. Den krieg ich schon. Okay. Ansonsten... Ich habe schon erwähnt, schade, dass ich meine Wars nicht zum Bevölkern schicken kann. Das würde so vieles einfacher machen. Ganz ehrlich, da Archaon auch dort ist. Ich bewege mich mit ihm auch runter. Hack. Da, Hack. Da, Hack war doch unser Allgemeiner. Na, mach da Boys, bitte. Mach da Boys, richtig. Okay. Die Schlacht hat sich dann doch ein bisschen verschoben, unerwarteterweise. Oh. Also, dass das tatsächlich so un... Ja, komm, die schlag mal. Aber dass es tatsächlich so ausgeglichen sein soll, ich glaube nicht. Also, so verletzt wie die sind, hat selbst unser War eine ganz gute Chance, die kaputt zu machen. Die sind halt, die pfeifen schon ziemlich aus dem letzten Loch, die Truppen. Da müssen wir nicht viel helfen. Wisst ihr was? Die Herausforderung nehme ich mal an. Ich gehe nur mit Hacker Zwergenhasser dazu. Auch wenn du dann eigentlich nur Zwergen hast. Zwerge gehasst. Ich versuche es nur mit dem War und Hacker Zwergenhasser zu schaffen. Und nur im schlimmsten Fall ziehe ich die Spinnen dazu. Wäre meine Herausforderung. Mein Hacker Zwergenhasser krempelt das auch schon ziemlich um. Abwarten, vielleicht bessere Winde. Kann mal jemand bitte einen fahren lassen? Wir brauchen viel bessere Winde. Aber die kann ich selbst steuern, oder? Ne, das sind meine... Nee, es sind tatsächlich Verbündete. Sehr schön. Dann komm einfach mal dazu. Wir helfen einfach. Wir sind einfach hier jetzt so... Supporter. Der Supporter mit den Arachnarok-Spinnen. Wir können buffen, wir können debuffen, wir können ordentlich was reinbrutzeln. Das wird lustig. Wir können unsere... Ach komm, wir brauchen die gar nicht in Stellung zu bringen. Wir bringen einfach alles ein bisschen näher und gucken mal, wie es wird. Er schaut einfach so Panne aus, so ein Ork auf einem Wildschwein, finde ich. So, helfet mit bei dieser Schlacht. Alles, was uns glücklich macht. Da ist der Chaosriese. So, vor allem helfe ich mit Buffs und Debuffs. Das dürfte auch schon unglaublich das Schlachtenglück. Wenn denn. Ich muss halt rechtzeitig da sein, das ist das Problem.
Oder wir können den Feinden schon mal quälendes Jucken geben. Das ist ja auch schon mal sehr, sehr praktisch. Quälendes Jucken hier. Fiese Stiche da so. Und ansonsten, der Riese ist fast kaputt. Muss ich da großartig noch reinballern? Da sind Chaosritter, komm, geh mal rein und mosch dich mit denen. Auf deinen kleinen Reitwolf da. Eigentlich schon ein Witz. Gork wird schon richten. Geschwindigkeit, Angriffsbonus runtersetzen. Fluch des bösen Mondes, will ich den einsetzen, groß. Jetzt tut's langsam echt weh. Geh mal zurück. Wollen wir unseren Angriffszauber irgendwie einsetzen? Geschwindigkeit, Angriffsbonus, Vitalität. Na komm, machen wir das mal da rein. Auf die Kavallerie von ihm. Ach, zählt das auch auf Verbündete? Nee, ich glaube, das war jetzt einfach nur falsch gezeigt. Mach mal den da drauf. Vielleicht bringt's ja was. Mal gucken. Zählt für mich schon zu ziemlich als einzelne Einheit. Naja. Naja. Drauf da. Batz. Der kleine Gurfu. Ich glaube, der hat irgendwie so einen Mückenstich gespürt gerade. Neuer Buff. Ihr schafft das. Wir haben halt leider keinen direkten Debuff für starke Einheiten. Das ist nicht nur Debuff, sondern hier einen direkten starken Angriff. Wie dieser Seelenraub oder Björndals Schicksal oder wie es nochmal hieß. Djurnas. Sieht so aus, als schaffen es die Verbündeten nicht. Obwohl, sie haben da noch ein bisschen was. Ach, sie haben noch hier Steinschleuders. Stimmt, ich habe hier noch was. Los! Diese letzte Schlacht schlagen wir hier gemeinsam auf dem Hügel. Los, die Spickerschützen sollen hier mal mithelfen. Genau, die wollen jetzt hier schon drauf schießen, auf die Wegen. Okay, wisst ihr was? Diese blöden Katapulte nerven, also diese blöden Höllenbringer. Die machen wir mit unseren Spinnen kaputt, mit den Reitern. Wollt ihr wirklich auf meine Arachnorok-Spinnen zureiten? Ist das wirklich euer Ernst, liebe Gegner? Seid ihr wirklich so lebensmüde geworden? Wollt ihr euch nicht lieber erstmal um meine Verbündeten kümmern? Bevor ihr dieses Selbstmordmanöver startet. Chaos-Barbarenreiter, die sollten kein großes Problem mehr sein, selbst für meinen Gobo. Los, hol sie dir. Jetzt reiten sie weg. Den einen haben wir aber erwischt. Haben wir den weggehauen. Autschi, das hat fast wehgetan. Ey, bitte, was ist denn das für eine Zielgenauigkeit auf einmal? Ach komm, hol dich mal die Streitwagen. Die sind auf Streit aus. Und auf Wagen. Das sind zwei Gründe schon mal. Können wir auf dem Weg ja frühstücken. Ihr Arm tut mir jetzt irgendwie leid. Aber gut, wenn ihr die Konfrontation wollt, dann bitte. Kommt, geht mal hauptsächlich auf die Riesen. Dass die das so knapp überlebt haben, ist auch so ein kleines Wunder. Ein bisschen. Holt sie euch. Die wollen bloß nach Hause, glaube ich. Ich will das nicht.
Oh, da fallen sie. Die haben ja kaum noch Lebenspunkte gehabt, ganz ehrlich. Wer zaubert denn da? Ach, da ist er, der Anführer. Den habe ich schon gesucht die ganze Zeit. Komm, geht mal alle da drauf. Oh, 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 das tut weh. Komm, mach die mal weg, das nervt jetzt langsam. Hast du die echt bis da hinten verfolgt? Du bist einer, ey. Gut, ich habe sie befohlen, aber trotzdem. Irgendwo wäre ich sogar echt nachsichtig mit Befehlsverweigerung. Oh, das tut gerade weh für eine Spinne. Wird voll auf den dicken Hintern gekloppt. Der Prinz kann ziemlich austeilen. Ich glaube, ich muss mich mit meiner Spinnenarmee dann doch zurückziehen und ein bisschen erholen. Wir haben dann doch ein bisschen was kassiert. Wir haben da noch zwei Trupps. Aber ob wir beim Prinz helfen sollten? Nee, weniger. Vielleicht könnt ihr ja die Trolle verfolgen, genau. So, das war jetzt so ein schöner Hinterhaltsangriff. Was bedeutet, wenn er jetzt hier besiegt wird, war's das. Für den werten Herrn. Hm. Trolle werden auch noch schön gejagt. Der denkt sich jetzt einfach scheiß drauf, es bringt eh nichts mehr wegzurennen. Und der Prinz ist so gut wie kaputt. Ne, der hält aus. Das ist Wahnsinn. Gut, legendärer Kommandant. Stufe 30, okay. Vor allem sind meine Spinnen ja, glaube ich, nicht panzerbrechend. Der hat ordentlich was an. Yay! Gewonnen. Soll mir recht sein. Führersieg, na gut. Wir haben zwar ein bisschen kassiert, aber so schlimm war es jetzt nicht, finde ich. Vor allem, hätten wir es nicht drauf angelegt, hätten gleich angegriffen mit unseren Verbündeten. Also schneller halt, wäre es noch einfacher gewesen. Also, man sollte nicht denken, dass es eine knappe Schlacht war. Der Illusion sollte man sich nicht hingeben. Da ist er kaputt. Zieht euch dann am besten zurück. Und erholt euch ein bisschen. Oh, da kommt die Schlacht, die wir sehen wollen. Und er legt sogar drauf an. Und wir sind angeblich unterlegen. Alles klar. Endlich das lang ersehnte Duell Grimgorg gegen Archaon. Aber, schaut mal auf die Uhr, die machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur finalen großen Schlacht zwischen Grimgorg und Archaon.